Servus Löwenfans, ich stehe hier vor unserem Premium-Partner, der Stadtsparkasse München, und hier findet heute der Löwen-Wiesen-Triathlon statt. Die Fans können ein Trikot gewinnen und 4 Karten gegen das Spiel in Hannover, wo wir meiner Meinung nach 5-1 Gewinner wären. Und ich schaue jetzt mal rein, was die Fans so treiben beim Triathlon. Grüß dich. Erste Station, klar zu sehen, Maßkrug stemmen, auf Zeit natürlich. Wir haben leider kein Bier mehr gehabt, deswegen haben wir einen Obstlerneider. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, sag mal. Die zittern wie ein durstiger Kneipier. Komm, beißen! Eine Halbzeit, 5 Minuten noch. Ich hab keinen Bock mehr. Du hast jetzt auch. Dankeschön. Geh weg. Und wenn Ihre Freunde fragen werden, und wie war das Wochenende, war's auf der Wiesn, sagen sie, na, wir waren in der Sparkasse und meine Dreiviertelstunde einen Krug Wasser in die Höhe gestemmt. Wir Volldeppen. Jetzt sind wir bei Station Nummer 2 beim Nageln. Es geht um Nägel und Hammer, ja? Der Schwein da draußen. Der nagelt wie ein Großer. Dann schauen wir zu Station Nummer 3. Ganz einfach, nicht den Löwen abschießen, sondern die Lederhosen vom Angermeier. Ja, umgetragen. Ziel ist es, in 5 Versuchen die Lederhosen so oft zu treffen wie möglich. Ah, mit der Pik. Au! Brasilianisch! Au! Don't hate the player, hate the game. Wir trinken erstmal Zielwasser, oder? Diese armen Menschen können sich nicht einmal einen zweiten Schuh leisten. Da muss man doch was machen. Mit Aussicht auf Großes. Den roten Hintergrund vergessen wir jetzt mal. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen der Grund, warum die Stadtsparkasse Löwen Partner geworden ist. Weil wir erwarten ja bald irgendwann Großes von den Löwen. Ich habe ja den Direktor von der Sparkasse. Wir kennen uns ja schon. Ja, hallo. Servus. Ja, und zufrieden mit der Partnerschaft mit den Löwen? Also ich muss sagen, wir sind ja schon seit Jahrzehnten Partner der Löwen. Weil ja, bei uns im Haus war schon immer große Sympathie da für die 60er. Und da viele Richtig Mitarbeiter so. Sind ja 60er-Fan, muss ich auch sagen. Mich eingeschlossen. Sehr gut. Seit 1966. Ah, da steht er noch, der Rudi Brunnenmeier. Seit den großen Zeiten. Nee, die Partnerschaft, die funktioniert hervorragend. So, Löwen, jetzt kommt das eigentlich schön am heutigen Tag. Wir haben Philipp Stojkovic und Lukas Ribamar. Servus, grüß euch. Ja, servus, kennen schon. Und die schreiben Autogramme für die Fans. Da kommen schon die, er traut sich nur her. Alles Gute. Sehr gut. So, der Brunnenmeier Junior steht hier immer noch. Der hat das Ziel, 43.800 Stunden hier stehen zu bleiben, damit er genauso lang stehen bleiben kann, wie die letzte Löwenmeisterschaft her ist, ungefähr. Autogramm habe ich mir auch gesichert. Ich danke der Stadtsparkasse München mit ihrem schönen Foyer, das sich perfekt für so einen Triathlon geeignet hat. Und ich darf sagen, Löwenfans, wir sehen uns am Sonntag im Stadion, wenn wir Hannover wegfegen, oder? Oder? Eben.